Ich befürchte, ich habe hier schon wieder irgendwas verkackt. Willkommen zurück zu Dawn of the Dragon, The Legend of Spyro. Ja, wir sind hier in dieser lustigen Feuer-Lava-Welt und ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder irgendwas jetzt verpasst einzusammeln. Wobei, ich komme da, glaube ich, genau dahin, wo ich gerade war und hin wollte und alles. Und ja doch, ich glaube, ich bin wieder genau da jetzt angekommen. Ich ignoriere die ganzen Gegner hier mal, wenn ich sie nicht töten muss. Hier unten ist noch ein Lebensstein, das habe ich gesehen. Den habe ich sonst nicht anders erreichen können, deswegen holen wir uns ihn jetzt so. Also nicht Lebensstein, Mana-Stein eigentlich, ne? So, fantastisch. Und damit fehlen uns hier jetzt noch, ja, zwei von denen jeweils. Also einer jeweils. Zwei insgesamt. Zwei Rüstungsteile fehlen uns noch. Und sechs von den blauen Geistjuwelen. Die allerdings da oben nochmal in einiger Zahl vertreten sind. Also da werden wir auf jeden Fall noch welche finden. Zwei, drei Stück mindestens. Ja. Ich habe also offenbar jetzt noch nichts verpasst. Und also, ich kann jetzt nochmal dahin zurück, wo ich eigentlich noch safe was sammeln muss. Ja, das wollte ich so eigentlich nicht. Ich dachte eigentlich, Cinder wäre oben. Also, wir haben jetzt gerade so einen Punkt erreicht, wo ich die Gegner offenbar auch eher optional töten kann. Zumindest momentan ist da so eine Stelle. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, weil kostet einfach Zeit und wir haben schon so viel jetzt hier auch in dem Level einfach schon ja nur Gegner besiegt. Dass ich einfach gar keinen Bock mehr drauf habe. Auf der anderen Seite brauchen wir die Erfahrung noch unbedingt. Wobei, also, unbedingt ist jetzt auch übertrieben gesagt, ne? Ich glaube nicht, dass das zu 100% gehört, ehrlich gesagt, dass wir jetzt alle Atemtechniken aufleveln. Könnte aber sein. Und eigentlich will ich auch sehen, wie sich das dann nochmal auswirkt. Weil da steht ja dann, dass da irgendwie nochmal der Schwall sich verbessert, aber ach, ich weiß jetzt nicht, ob wir das unbedingt überhaupt sehen werden, den Effekt. Insofern, ja. Gut. Ist vielleicht auch einfach ein unnötiger Bonus, den ich jetzt nicht brauche. Jetzt bin ich aber gerade sowieso schon mal bei denen dran, dann werde ich die jetzt auch erstmal weiterhin erlegen. Denke ich mal. So. Der ist schon mal dann. Und der andere ist auch irgendwie schon tot. Obwohl er eigentlich noch da war, gefühlt. Kann ich da auch noch lang, sag mal? Nein. Warum macht man da? Warum macht man da nicht einfach den Berg da, die Klippe? Warum macht man sie einfach weiter? Nö, man sagt sich einfach so, nö, das ist... Ach du Scheiße, da vorne ist das Ding. Ist das der Golem oder ist das was anderes? Ist auf jeden Fall saubedrohlich. Da drüben ist nochmal ein blauer. Zwei blaue sehe ich noch. Aber ist das da, wo ich vorhin runtergefallen bin, wo das... Wo noch was war? Ist vielleicht von der anderen Seite oder irgendwie so? Da ich... Bin mir da unsicher, aber... Ja, es ist eigentlich noch was anderes, glaube ich. Ist ja immer die Frage, wie kommt man wohin hier? Weil selbst wenn irgendwas erreichbar aussieht, ist es das meistens nicht. Und jetzt geht natürlich nochmal richtig die Party ab hier. Jetzt kommen nochmal richtig viele Gegner wahrscheinlich und vor allem richtig böse. Ja, einfach zwei von diesen fetten Golem-Dingern da, ja, spitze. Das wird aber ein Spaß, du. Ich denke, ich werde da erstmal wieder zu Furcht greifen. Das Spiel läuft gerade auf 2 FPS. Das ist auch sehr angenehm. Also so schlimm war es bisher noch nie. Und dabei ist hier nicht mal wirklich Signal... Also es gibt hier nicht mal irgendwas Krasses, was hier geladen werden muss, außer die beiden Gegner. Aber auf die kommt die Konsole offenbar überhaupt nicht klar. Also Optimation ist hier wieder richtig am Start. Optimierungsgedöns. Immerhin der andere hält sich gerade ein bisschen bedeckt. Aber ja, spielt sich halt gerade schon scheiße. Das muss man ja sagen. Es sieht einfach nur aus wie eine Tech-Demo gerade. Von der Performance her. Jetzt kommt ihr wieder mit Zeitdruck, blablub. Das ist mir egal. Also, sowas muss man, also, ehrlich. Wenn man eine Sache bedenken muss, dann ist es einfach, dass die Scheiße flüssig läuft. Und damit meine ich nicht flüssig 60 FPS. Müssen von mir aus nicht mal 30 sein, das können auch 25 sein, aber kriegt doch die Scheiße flüssig hin. Also das ist doch, das, sowas geht doch gar nicht hier. Einfach die größte Sünde, die man überhaupt machen kann. Dann hat man halt gar nichts vom Spiel. Also ich finde, du könntest schon langsam mal so down gehen vielleicht. Mal dran gedacht vielleicht. Ich habe jetzt zum ersten Mal noch übrigens die Schwallernansicht verstanden im Tal von Avala. Dass nämlich alles, was wir
also jeden Gegner, der besiegen, der zahlt ja offenbar auf dieses Konto da ein. Und ich habe halt nie verstanden, warum das so komisch dargestellt wird mit zwei lilanen Dingern und dem schwarzen Balken da. Aber ja gut, die Leiste ist halt schwarz, wenn sie leer ist. Und je nachdem, mit wem wir halt Gegner besiegen, fühlt sich dann halt links oder rechts die Leiste. Rechts halt mit Cinder, links mit Spyro. Aber ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum man das überhaupt trennt. Der ist schon mal tot, sehr schön. Also warum trennt man das überhaupt? Verstehe ich nicht ganz. Ist für mich nicht nötig. Unterscheidet sich das nochmal, je nachdem, wer die Leiste gefüllt hat? Wie gesagt, gefühlt können ja, also, was ich so bisher mitbekommen habe, sieht so aus, als könnten beide die nutzen, die Leiste, also den Schwallangriff. Wenn man den ausführt, egal mit wem. Das ist merkwürdig. Ja gut, das könnte natürlich, ja, weiß ich nicht, für den Multiplayer interessant sein. Dass man sagt so, ja guck mal, ich habe mal mehr drauf eingezahlt. Weiß ich nicht. Vielleicht kann man sich in einem Multiplayer battlen, wer besser ist. Keine Ahnung. Also eigentlich der erste. Schön, der glitscht einfach mal durch die Wand dadurch. Durch die Barriere. Ist auch eigentlich das erste Spiel, wo es so richtig Sinn macht, Multiplayer zu nutzen. Ich glaube, in den anderen beiden Teilen ging es auch, aber da hat man dann halt irgendwie Sparks gesteuert oder so. Also, naja. Sagen wir, das für einen Spaß gemacht hat. Aber das hatte auch mal irgendwie ein SpongeBob-Spiel. Ich kann mich jetzt gerade nicht dran erinnern, welches das war. Ich glaube, es war Eiskalt entwischt irgendwie. Was dann auch irgendwie eine Qualle steuert oder so, der zweite Spiel. Ach, ganz komisch einfach. Ist er tot? Er ist tot. Sehr schön. Spyro hat's eingesammelt, sehr schön. Das habe ich nämlich gerade noch versucht zu provozieren. Und wir bekommen sogar zwei Geistjuwelen dafür. Das ist schön. Das ist fantastisch. Also gerade kriegen wir doch ganz gut Punkte dann. Also dann vor allem für Spyro in dem Fall. Möchte ich einsammeln und tue ich das gerade auch so. Ja, hervorragend. Ich glaube, rechts war noch einer, ne? Ah, dann sind wir schon. Wobei, war noch rechts noch einer? Oder habe ich den vielleicht in der... Entweder noch im Vordergrund oder weiter im Hintergrund gesehen? Ne, im Vordergrund, alles klar. Okay. Dann fehlen uns hier noch maximal zwei noch, würde ich sagen. Ne, wir haben sogar schon alle. Ja, perfekt. Sehr schön. Dann fehlen uns noch die beiden... Uiuiui. Ja, Energie... Hochstufe. Das Ding ist, da geht es jetzt in den Vulkan und ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt noch zum Level zählt. Auf der anderen Seite, ich habe noch keine einzige Truhe gefunden und ich glaube, das kann nicht sein. Also ich habe gerade halt ein bisschen Angst, dass das Level vielleicht auch gleich schon irgendwie vorbei ist. Und wir dürfen noch nicht vergessen, was jetzt gerade passiert ist. Wir haben jetzt gerade nach einem Kampf Edelsteine bekommen. Das ist noch nie passiert, soweit ich das beurteilen kann. Wir haben noch nie... Also es ist noch nie ein Stein gespawnt, nachdem wir etwas bekämpft haben und gewonnen haben. Das war jetzt auch storyrelevant, ja, aber wer sagt mir, dass es da unten nicht in der Höhle der Fall ist und dass wir da tatsächlich zwei Runden oder vielleicht auch mehr gewinnen müssen, damit sich da vielleicht noch ein weiterer grüner oder roter Stein zeigt oder vielleicht auch bei den beiden hier. Wer weiß das jetzt schon? Es ist einfach auch so in gewisser Weise ein Gamechanger und das war einfach Kacke. Ach, Cinder. Warum kommst du denn nicht einfach auch hoch? Wir müssen jetzt hier wieder ein bisschen... Okay, Cinder hat gerade überhaupt keinen Bock, nach oben zu fliegen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich will eigentlich nur wieder hier hoch. Sehr merkwürdig manchmal. Aber ja gut, das habt ihr wahrscheinlich auch schon festgestellt jetzt. Naja, ich meine, ich besiege die beiden, glaube ich, einfach nochmal. Es sind, glaube ich, ja nur die beiden. Also, es kann immer jemand nachspawnen, aber... Die Sachen, die bisher gespawnt sind, sind, glaube ich, nur die beiden hier. Und im Verhältnis gesehen sind die jetzt auch ja nicht so langlebig. Das sollten wir doch eigentlich noch schnell und gediegen schaffen. Und dann werde ich wahrscheinlich doch einfach weitergehen, weil ich komme ja... Also, es war jetzt auf jeden Fall nicht der Bereich, dieses mehr Labyrinthartige, ja, wo ich halt eigentlich immer noch was befürchte. Aber wenn, dann ist es halt einer von den beiden Steinen, die... Blauen Steine haben wir schon erledigt. Wo ich ehrlich gesagt gedacht hätte, da hätten wir was übersehen irgendwie, weil das sind 10 Stück. Und die anderen beiden sind 2 und 3, glaube ich, oder so. Aber okay. Ich will jetzt auch eigentlich nicht nochmal runter. Ich will auch eigentlich schon gar nicht versuchen, da nochmal hinzukommen, da drüben. Aber ich versuch's mal. Das geht nicht. Und damit darf ich wahrscheinlich alles nochmal machen, oder? Naja, klar, logisch. Das Problem ist halt, man weiß nicht. Passt mal auf. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumprobieren. Es tut mir leid, ich werde es rausschneiden. Aber ich möchte jetzt hier noch mal ein bisschen rumprobieren, um sicher zu gehen. Ist einfach so.
Ich habe mich jetzt nochmal umgeschaut, aber ich finde jetzt hier nichts mehr. Ich habe noch einen Typen, noch ein paar Hunden besiegt, aber... Ja, mehr als ein paar Edelsteine habe ich ja jetzt natürlich nicht bekommen. Der ist einfach nochmal gespawnt und dann ist die Chose wieder von vorne losgegangen. Also da gibt es wohl auch nichts mehr für. Ja, entsprechend würde ich sagen, das ist es hier tatsächlich. Befürchte aber, dass ich jetzt was übersehen habe. Aber wenn, dann komme ich da gefühlt eh nicht mehr hin. Deswegen, ja. Was soll ich anderes machen, außer einfach weiterzugehen und hier immer hinterher zu gucken, ob da vielleicht noch ein Kristall versteckt ist. Aber ich kann da offenbar gar nicht mich umschauen an diesen Stellen, obwohl es das suggeriert, aber hier ist Ende. Das Gras muss echt dicht sein. Meine Güte. Ah, und wir kriegen einen Speicherpunkt. Das spricht ja auch nicht gerade dafür, dass das jetzt hier, naja, überhaupt noch weitergeht in diesem Level. Aber mal gucken. Ah, und wir haben diese entsprechende Stelle gefunden. Das ist schlecht. Damit ist das Level safe vorbei. Ist das schön hier oben? Der Turm. Er muss in Melfors Versteck führen. Na toll. Na toll. Wo sind wir? Schwebende Inseln. Wo? Wo zur Hölle? Och du Scheiße! Hier ist ja ein Paradies hier. Hat ein bisschen was von unserer Ankunft damals im ersten Teil auf... Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Insel heißt. Wo Sparks später der König wurde. Ich hoffe mal, wir stoßen wieder am Finale auf Sparks... Punkt. Ich hoffe, wir stoßen später wieder auf den. Das wäre sonst ein bisschen traurig. Wir können ja schon mal Fackeln entzünden, weil warum nicht? Ja, wir müssen insgesamt 8 Stück entzünden. Alles klar. Lass mich mal wieder ein bisschen chillen hier erstmal. Und ich glaube, wir hatten wieder zu Elektro wechseln, weil die waren gegen... Also das war, glaube ich, gegen die hier ganz gut. Aber die haben mittlerweile Schilde. Hatten die schon immer? Was ist eigentlich mit dem hier? Ist so ein Allround-Spratzler. Alles klar. Ja, dann bleibe ich schon bei der R2-Attacke, glaube ich. Ich glaube, die könnte vielleicht gegen die gerade ganz gut sein. Ich glaube, ich bin... Ja, okay, ich bin, glaube ich, noch so... Na, 5.000 bis 10.000, glaube ich, mit Spyro weg von der nächsten Stufe. Und das wäre dann für mich jetzt erstmal Elektro. Natürlich jetzt hier gerade ganz praktisch gewesen, wenn wir das schon mal gehabt hätten. Aber naja. Dafür habe ich Erde. Was ich kaum nutzen werde in Kämpfen. Und ich frage mich gerade, ob es so sinnvoll ist, hier gerade mit Spyro zu kämpfen. Also, ja, ich bin halt wirklich eher ein Fan von Cinders Kampfmechaniken und Atemtechnik und alles. Können wir da ein bisschen Gift verwenden, warum nicht? Länger jetzt nicht gemacht. Eventuell bietet sich sogar nochmal wieder... Warte mal. Schatten war das an. Zu lange Furcht verwendet, ne? Ah, und da spawnt auch schon wieder einer aus dem Nichts. Aber ich habe das Gefühl, diese Edelsteine, weil wir hatten ja auch gerade in den Level alle, werden immer nur bei so größeren Sachen spawnen. Ne? Also bei story-relevanten Kämpfen, sage ich mal. Und jetzt nicht irgendwo optional, wo Gegner mal aufploppen. Wenn das überhaupt mal der Fall ist irgendwo. Und da unten können wir schon wieder so viel erreichen. Und heilige Scheiße. Aber ich finde es schon mal richtig geil, wenn man auf den ersten Blick so viele Collectibles sieht. Ne? Das ist immer so richtig so, ach geil. Es ist so befriedigend. Vor allem, weil die Edelsteine, die haben auch eine unglaublich schöne Farbe, finde ich. Dieses glitzernde Hellblau. Das ist einfach so... löst ein richtiges Glücksgefühl aus, wenn man sowas sieht. Wenn man das erreicht, natürlich noch viel mehr, aber... Ja, das soll jetzt schon so sein, dass ich da drauf springen kann, oder? Das ist jetzt wieder so die Frage. Aber es sieht danach aus, als wäre das tatsächlich mal gewollt. Es sieht oft gewollt aus und dann darf ich es doch nicht. Ja, ist immer so die spannende Frage. Hier, den können wir schon mal mitnehmen und dann müssen wir erstmal wieder zu Spyro wechseln. Ich hoffe, der ist in der Zeit mal hinterhergekommen. Der ist auch schon sehr schön. Also, Spyros Atemfähigkeiten sind halt eigentlich in diesem Spiel immer mehr dazu verkommen, einfach nur Rätsel zu lösen. Ich meine, klar, Cinder hat auch ihr Wind-Element, was Rätsel lösen kann, aber Spyro hat halt Feuer und... Erde, ja. Gut, das ist es auch schon, aber trotzdem. Wenn man bedenkt, dass... er halt auch gefühlt deutlich weniger kann mit den Fähigkeiten oder die weniger Impact haben als bei Cinder, ist das schon interessant.
Da unten muss ich gleich auf jeden Fall nochmal hin, da spawnen auch Gegner. Vielleicht muss ich da jetzt sogar hin, weil ich noch nicht höher kann. Ja, es ist immer eine spannende Frage hier und es sieht so aus, als käme ich noch nicht höher. Ich kann aber schon höher. Man muss halt nur um die richtige Ecke fliegen. Es ist halt wirklich in dem Spiel so. Man muss um die richtigen Ecken fliegen, damit man eine gewisse Höhe erreicht. Und das ist, ja, einfach keine gute Mechanik. Oder es sind keine guten Mechanics. Ist so. Weil woher soll ich wissen, ich habe jetzt keine Ideallinie wie in der Formel 1 oder was? Woher soll ich wissen, welches die richtige Ecke ist? Ich muss es erahnen und ausprobieren. Wenn ich aber zu viel ausprobiere von hohen Orten, dann falle ich im Endeffekt eventuell wieder runter. Also schwebe runter und darf dann den ganzen Weg nochmal hochklettern. Um dann wieder eine Chance zu haben, herauszufinden, was die richtige Ecke ist. Das ist, ja, es hört sich genauso nervig an, wie es ist. Und hier oben haben wir schon mal wieder einen roten Edelstein. Fantastisch. Das heißt, es gibt jetzt noch zwei. Ne, drei gibt es hier noch. Drei gibt es hier noch, ne? Ne, einen. Hä? Ach so, nicht. Ich war doof, natürlich. wir kriegen ja immer einen für beide. Und ja, dann gibt es auch noch einen grünen wahrscheinlich, ne? Genau. Einen grünen, einen roten und noch eine Menge blaue. Aber ein Drittel haben wir schon mal. Hier ist noch einer und da unten haben wir auch noch einen gesehen. Und da drüben sehe ich auch schon mal einen auf der Mauer. Ich glaube, der wird kacke zu erreichen sein. So vom Gefühl her erstmal. Aber den kriegen wir wahrscheinlich erst, wenn wir Fackeln zum Leuchten gebracht haben. Und wann und wo das der Fall sein wird, das finden wir raus. Hier oben scheint keiner zu sein. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Wir müssen jetzt hier nochmal hier hinten runter, das weiß ich. Da war noch einer. Den habe ich gesehen. Den habe ich gerade auch gemeint. Ja. Also jetzt noch, ach, meine Nase juckt. Also jetzt noch ganz viele kleine Inseln, die wir möglichst in der richtigen Reihenfolge runtergleiten sollten, damit wir jetzt nichts verpassen. Aber hier war auch eigentlich ein Gegner, oder? Irgendwo, vorhin, naja. Wir können auf jeden Fall schon dahin, wie es aussieht. Dann würde ich da mal hinuntergleiten wollen. Beziehungsweise gucken, ob dahinter vielleicht auch irgendwas ist. Oder Spyro hat auch auf jeden Fall gerade nicht so viel Bock, automatisch runterzugleiten. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Na, es sieht nicht aus, als wäre dahinter was versteckt. Fairerweise. Komm, Spyro, flieg mal wieder runter. Gönn dir. Ist so langsam. Also ich habe auf jeden Fall auch schon gesehen, dass Spyro das auch kann mit dem, oh shit, mit dem, ja, Kopfsprung im Endeffekt nach unten einfach so. Aber irgendwie macht er das nicht so oft wie Cinder. Ich weiß nicht, was ich da richtig oder falsch mache, teilweise. Oh shit, komm, Spyro, komm, lande da doch bitte mal. Der Gegner ist auf jeden Fall hochgradig nervig, weil er mich immer runterschubsen kann. Und wird. Und ich dann erstmal landen muss. So, jetzt guck mal, jetzt hat er es auch gemacht. Mit diesem einfach nur richtig hart reindiven. Ich glaube, ich nehme mal Cinder. Ich mach das. Ja. Aber nicht so bitte, sondern eher mit der anderen Funktion. Fähigkeit, Gedöns. Dem anderen Angriff. Jetzt nehme ich ein bisschen. Oder wobei, jetzt kann ich auch mal das hier machen, wenn ich auf einer geraden Fläche bin. Hast du Bock zu krepieren? Ich glaube, das bringt nichts, aber es kann ja auch sein, dass er auch wieder im Lauer spawnt, ne? Ist ja hier auch eine Story-Passage im Endeffekt, wo wir die Fackel entzünden müssen. Schaden macht ihm jetzt nicht so viel, aber ich habe jetzt nicht so viel Mana. Ach komm! Aber ich habe auch gerade überhaupt. Ja, stimmt, dann habe ich aber auch. Stimmt, ich habe ja auch die beiden Ausrüstungsgegenstände dann beim letzten Mal verpasst. Also nicht nur die beiden Steine, die Ausrüstungsgegenstände habe ich auch verpasst. Weil das können ja natürlich auch nochmal ein bisschen rumexperimentieren, aber ich habe da gerade echt keinen Bedarf. Vielleicht könnte ich mir noch Sachen einfacher machen, aber ich denke mir gerade so, ja, warum eigentlich? Das sind einfache Steine. Das ist jetzt. Ich glaube, ich gehe erstmal da oben. Na, komm, geh mal wieder runter, Sinne. So. Nein, nicht so weit. Ja, so, ja, egal. Dann nehme ich erst den Stein mit. Ich wollte eigentlich erst da oben die Fackel mitnehmen, aber wie es beliebt. Hoffe ich mal. Oder komme ich da jetzt nicht mehr hoch? Jetzt mache ich diesen. Da ist ja auch noch was. Was haben wir? Ach so, das war die Plattform, die ich eigentlich gerade meiden wollte. Ich befürchte, ich komme jetzt tatsächlich nicht mehr so schnell nach oben, oder? Ja, ich fliege mal ein bisschen, ne, um die richtigen Ecken, wie gesagt. Und dann sollte ich erstmal wieder genug Höhe haben. Das Problem ist, ich habe wieder viel zu viel Höhe jetzt. Ich wollte da hoch, so. Das würde jetzt wohl hoffentlich noch reichen, oder?
Ey, jetzt mach nicht diesen. Oh, ich finde das Game so ätzend manchmal. Ich finde das Game so ätzend. Warum macht man sowas? Und jetzt komme ich irgendwie doch wieder hoch, aber irgendwie auch nicht richtig. Und ganz ehrlich, wer hat das abgenommen? Ich weiß gar nicht, ob ich das wissen wollte. Es ist einfach schlecht. Es ist einfach schlecht. Weil man halt nie wissen kann. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine gewisse Höhe und jetzt komme ich dahin. Sondern das Problem ist ja, man weiß nicht, wann einen das Spiel einfach wieder komplett runterrückt an irgendwelchen Fassaden. Das ist so dieser Knackpunkt. Ich kann nicht wissen, wann das Spiel denkt, ach nö, ich habe da eigentlich keinen Bock, dass er da hinkommt. Gut, dass Spyro auch schon da ist, weil ich brauche den ja. Deswegen spiele ich jetzt, glaube ich, auch wieder mit Spyro. Damit ich immer direkt den Drachen da habe, den ich auch brauche fürs Rätsel. So. Jetzt sind wir hier oben. Nehmen wir doch direkt noch die Schale da vorne mit. Die Fackel. Mhm. Will ich da unten schon hin? Eigentlich ja nicht. Wie gesagt, ich hätte es gerne systematisch irgendwie abgeklappert, aber das ist nicht so richtig möglich gewesen irgendwie. Ich habe jetzt gerade auch keinen Bock, weiter Einfluss zu nehmen. So, erstmal Feuer machen. Ich hoffe, es sollte aber auch eigentlich kein Problem sein, jetzt erstmal alle Fackeln anzuzünden und dann mich weiter umzuschauen hier, final. Und das sieht mir so aus, als bräuchte ich da dann Elektro, oder? Deswegen würde ich jetzt gerne mal mit Cinder erstmal spielen und die Dinger platt machen. Max? Max? Warum Max? Habe ich jetzt alles, kann ich jetzt alles final aufleveln, offenbar? Nett. Aber interessant, dass man auch nichts darüber hinaus sammeln kann, weil man es halt nicht mehr brauchen kann. Das ist interessant. Hm. Zack. Du hast einen neuen Schwall-Edelstein bekommen. Deine Schwallstufe wurde erhöht. So. Jetzt haben wir überall Max. Das ist gut. Ah ja, wie sieht's eigentlich mit Spyro aus? Da hatte ich noch nicht genug, hatte ich gesagt, ne? Immer noch nicht. Also für Eis vielleicht, aber das will ich ja nicht aufleveln. Sondern ich will als nächstes dann Elektro aufleveln. Lass mal kurz rechnen. Das reicht knapp noch nicht. Ich glaube, 2200 fehlen jetzt noch, ne? So überschlagen jetzt. Insofern, ich darf eigentlich gar nicht mehr mit Cinder jetzt hier kämpfen, weil ich bekomme mit ihr dann die Steine eigentlich immer direkt zugeworfen. Die blauen. Ich kann gerade aber eigentlich gar nicht so unbedingt mit Spyro kämpfen, weil ich das Elektro gleich, glaube ich, noch brauche. Ja, weißt du was, ich wechsle jetzt mal kurz zu Elektro und guck mal, was wir denn da, oder ob wir da überhaupt was machen können, aber das wäre jetzt mal meine Erwartung, oder was ist das hier? Oder ist das vielleicht auch irgendwie so ein Endless Respawner? Kann alles sein. Ja, komm, ich mache mit Cinder weiter. Auch wenn ich dann vielleicht ein paar Edelsteine verschwende. Und theoretisch habe ich ja schon Edelsteine verschwendet. Weil ich habe ja noch blaue und ich bekomme mit Cinder auch immer noch 1000. Außer die sagen jetzt, okay, du bist ja mit Cinder schon voll. Dann kriegt Spyro quasi 2000, aber ihr habt das Spiel gesehen. Ich erwarte nicht, dass das Spiel das macht. Glaube ich nicht. Es wäre zu viel. Es wäre zu viel Komfort. Und die sind irgendwie echt krass. Ich habe irgendwie das Gefühl, nee, das spuckt einfach nur irgendwie Feuer. Jetzt hat sich das aber auch bewegt und jetzt ist es weg und ach, ganz, ganz komisch. Ich glaube schon, dass das irgendwie mit Stoff versorgt hat. In gewisser Weise. Auch wenn ich nicht weiß, in welcher Weise. Der ist tot, das ist schön. Nee, der ist nicht tot. Sah so aus, als wäre er tot. Warum ist er da nicht tot? Kann ich noch öfter tot sagen in diesen Sätzen? Sicherlich. Also zäh sind die auf jeden Fall. Fändest du super, wenn die trotzdem irgendwann Dankeschön mal sterben würden. Alter, habe ich jetzt so viel für den bekommen? Ich glaube schon. Also die geizen auf jeden Fall nicht bei den fetten Gegnern hier am Ende. Auch wenn der eigentlich ja gar nicht... Die sind eigentlich gar nicht so fett. Weil das sind, glaube ich, doch schon krassere als sonst. Ja doch, ich krieg... Guck mal, wie viel ich dafür krieg. Heftig, heftig. Schön, schön. Weil dann kriegen wir es offenbar doch noch in der Story fertig, so. Das Zeug aufzuleveln. Ja, das reicht ja jetzt. Sehr schön. Nett. Und ich bin so froh. Also Max hat mir das ja gesagt, aber ihr habt es mir auch schon zweimal in die Kommentare geschrieben vorher. Also in vorherigen Parts, wo ich aber schon die Aufnahme mit Max gemacht hatte. Dass man das gedrückt halten kann, weil sonst wäre das ja mega, mega nervig. So, uns fehlen jetzt noch 35.000 etwa, 36.000 genau, genommen. Und damit fehlen jetzt noch so 26, 25.000, irgendwie sowas. Von diesen 11.000 angerechnet. Und das ist, wenn das hier so weitergeht mit diesen Gegnern,
gar nicht mal so schlimm. So, jetzt ist da unten auf jeden Fall, da ist auch noch einer, ja, okay. Und das ist auch der Speicherpunkt. Uns fehlt noch eine Fackel, aber ich glaube, hier oben war noch was, oder? War ich jetzt nicht leicht unten von irgendwo, wo noch was vermutlich war, oder? War ich da? Das ist jetzt alles hier ein bisschen knifflig. Ich glaube, da war ich nicht. Die Frage ist, ist da überhaupt was? Ah, da sind Gegner. Man weiß nicht, ob das vielleicht auch blaue Edelsteine gibt. Aber hier ist auf jeden Fall noch einer so versteckt. Ich glaube, ich reise erstmal nach da drüben. Hier kommen auch nochmal Gegner. Die können mich gerade mal, ehrlich gesagt, brauche ich jetzt nicht. Ah ja, den nehme ich auch nochmal mit. Da drüben ist auch nochmal ein blauer. Ach so, aber das ist ja wieder, ja, das ist wieder die Plattform, die ich ja sowieso im Blick hatte. Und ich glaube, es könnte auch mal wieder an der Zeit sein, nachzuschauen, wie viel ich denn habe überhaupt an Blauen. Auch kein unerheblicher Gedanke. Wir haben jetzt 11. Ja. Einen habe ich jetzt, glaube ich, noch gesehen, oder waren es 2? Ja gut, ich habe auch noch den bei der Mauer gesehen, natürlich. Den gibt es auch noch. Ich habe irgendwie wahllos Bock auf die hier oben gespawnt sind. Aber die spawnen jetzt nicht mehr, weil die wahrscheinlich jetzt nach unten gekommen sind. Na gut. Achso, das sind, glaube ich, immer dieselben. Aber ob ich die besiegen muss oder sollte, oder? Naja, da drüben ist jetzt ein, ne? Ich warte jetzt hier, glaube ich, mal eine kurze Weile. Okay, jetzt kommen sie auch wieder direkt. Damit wir die noch schon mal erledigen können. Ich glaube nicht, dass da was spawnt, wenn wir die besiegen, aber... Allein die... Shit, Steine mitzunehmen, kann ja gar nicht so schlecht sein. Und vielleicht sollten wir sogar unten kämpfen. Vielleicht ist das sogar besser. Weil die kommen ja auch nach unten, wie es scheint. Naja. Machen wir mal oben weiter. Das hier war das, genau. Das ist auch gar nicht so schlecht. Gar nicht so verkehrt. Zieht aber wahrscheinlich ein bisschen zu viel ab. Für meinen Geschmack. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, mit Cinder quasi anzufangen, die zu bearbeiten. Sodass wir mit Spyro halt safe quasi das Ganze finishen können. Mit genug Mana dann am Ende. Sodass wir dann safe mit Spyro die Edelsteine einsammeln. Das ist vielleicht ein guter Gedanke jetzt, ne? Es wundert mich jedenfalls nicht... Okay, die bringen gar nicht mal so viel, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Ja, es wundert mich nicht, dass wir mit Cinder vorher fertig sind, weil ich habe halt nur noch mit ihr gekämpft. So, ne? Wie gesagt, schaut euch die Statistik an. Wir haben 500... Also wir haben 150 Gegner ungefähr mehr mit Cinder getötet. Wundert mich nicht. Okay, dann nehmen wir jetzt erstmal den mit. Hier ist wahrscheinlich ja genau die letzte Fackel. Und hier sind noch 2 Steine. 2 blaue. Ja, aber das starke Gefühl, dass ich hier noch nicht alles gesehen habe. Na, ich gehe jetzt, weißt du was, ich gehe jetzt erstmal hier runter. Speichern könnt ihr schon mal? Geht's hier noch lang? Nee, ist einfach nur... Würde ich einfach nur wieder runterspringen, okay. Ich traue dem Ganzen hier halt nicht, dass das... mich auch wirklich nicht irgendwie portet oder was weiß ich. Glaube ich nicht, aber so hundertprozentig vertrauen tue ich dem Spiel trotzdem nicht. Und ich glaube, wir sind langsam an einem Punkt, wo ich dann auch den Part beenden könnte. Insofern würde ich vorschlagen, wir entzünden noch gleich die Fackel. Und, naja, kümmern uns dann darum, dass wir wieder zurückkommen. Ich schätze mal, zwischen den Parts werde ich mir dann halt mal ein bisschen angucken, ob ich hier noch was übersehen habe. Und dann würden wir beim nächsten Mal quasi damit starten, dass wir die vermutlich noch Gegner besiegen, die dann nochmal dann gespawnt sind. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass das hier for real... for free ist. Und mir fehlen gerade einfach die grünen Steine. Das ist schlecht. Ich kann die Fackel einfach nicht entzünden. Ah, das heißt, ich muss mich jetzt schon mal umschauen. Ja gut, dann ist das aber trotzdem ein Ding für zwischen den Parts, glaube ich. Dann werde ich mich jetzt nach einem grünen Stein umgucken. Ah, da drüben ist aber auch einer. Ja gut. Das kriegen wir dann doch noch gerade hin, würde ich sagen. Dann hole ich mir also... Wobei, wir müssen wieder Gegner besiegen. Oder wir könnten Gegner besiegen. Und eigentlich ist das keine schlechte Idee an sich. Ich glaube, ich besiege die mal schnell und wir sehen uns im nächsten Part dann halt wieder. Dann gibt's, wie gesagt, das, ja, die letzte Fackel, die wir entzünden und entsprechend kommen wir dann durch das Tor. Wäre zumindest merkwürdig, wenn das nicht passiert. Bis gleich. Also bis zum nächsten Part.